Willkommen zurück zur Verteidigung von Troja, hier an den noch unversehrten Stadtmauern. Wir haben gerade zwei Hopliten hier innerhalb der Stadtmauern. Die einen haben sich hier schon ein Sanitäter Maskelpeion quasi abgeholt und einmal auch selbst geheilt. Ich denke, das wollen sie direkt nochmal machen. Die anderen quartieren sich jetzt hier einmal ein, damit sie auch einen Sanitäter an ihre Seite bekommen. In der Zwischenzeit ist es Apollonides Heer gelungen. Ich glaube, das ist auch ein Elite-Heer, das wir hier als erstes Heer im Inneren geheilt haben. Dem ist es alleine gelungen, Oropos zu verteidigen und zu halten gegen zwei Hoplitenheere. Und hier gegen die Peltasten, die aber noch nicht aktiv geworden sind. Nun gut, fairerweise muss man sagen, sie hatten hier auch zwischenzeitlich in einem einmaligen Angriff Unterstützung von, ich glaube, Daeons. Ja, genau. Aber an sich haben sie hier mehrfach Oropos verteidigt. Wir hätten jetzt hier gute Aussichten, wenn wir die Peltasten angreifen. Vier Schiffe. Ist jetzt natürlich nicht so optimal. Und ich würde lieber auch aus Oropos angreifen, dass falls Truppen hier landen, dass wir nicht direkt eingekesselt sind. Wobei, das ist eigentlich auch nebensächlich, ne? Oder mit zwei Einheiten dann angreifen. Es dauert aber auch, bis die nachgekommen sind. Und ich möchte nicht, dass die doch noch auf die Idee kommen, Richtung Goldmine zu ziehen. Wir können sie auch prompt vernichten. Sehr schön. Haben wir auch fast 2000 Verluste hinnehmen müssen. Ist hier wieder sehr stark angeschlagen. Ich denke, die ziehen jetzt einmal nach Oropos. Halten da so eine Runde vielleicht nochmal die Stellung, falls hier jemand landen sollte. Und dann ziehen wir hier die nächsten Einheiten nach und Apollonides Heer kann ich dann hier direkt auch einmal im Asklepion ausruhen. Mittlerweile ist der Weg ist hier recht schnell zu gehen. Wir könnten fast überlegen, ob wir hier von der Eisenmine aus hier auch einen Weg einbauen, damit das noch schneller funktioniert. Ich denke, das ist der nächste Auftrag, den die Siedler dann von uns bekommen werden. Unser südliches Hoplitenheer kann sich weiter selbst heilen. Rechtsklick. Funktioniert. Und mit den beiden Hoplitenheeren hatten wir vor, direkt auf Batyne zu marschieren. Dass wir erstmal die Hopliten vernichten, die sie hier drin hatten in Batyne. Da sie die aber aufs Meer gezogen haben, hält uns jetzt eigentlich nichts mehr davon ab, hier anzugreifen. Haben wir Stadtmarodeure dabei? Dann würde ich sagen, sollen die mit dem Sanitäter hier zuerst angreifen. Jetzt haben wir noch die Nomaden, die wir erstmal bekämpfen müssen. Wir halten Standhaftigkeit. Hier nochmal das Feld beeinflussen. Ist eigentlich auch eine schöne Aufgabe für den General, das hier zu machen. Ich weiß nicht, ob der darin erfolgreicher ist. Und wir könnten den hier vielleicht den Verteidigungsperk geben. 0,87 machen wir in der Runde. Also mehr Einheiten werden wir nicht bauen. Auch nicht mehr im Inneren heilen. Das Asklepion nutzen, was uns kein Gold kostet. Die hier möchte ich doch sehr gerne verstärkt in der Verteidigung sehen. Okay. Unser General. Komm dann bitte mal hier auch nach Antigoneia.
kann aber kein Feld beeinflussen gerade. Mal hier hin. Dann schauen wir mal in der nächsten Runde. Mit der könnten wir jetzt direkt zweimal Kion angreifen. Mit der Einheit. Brauchen wir aber nur einmal. Und wir haben es geschafft, die meisten Küstenregionen zurückzugewinnen, die wir an die Griechen verloren hatten. Die Spione haben eine Einheit von Salamis gesichtet. Und wir haben hier eine Menge Kohle, Eisen, Steine, Holz plündern können oder erbeuten können. Haben wir die Einheit gesichtet? Hier sehen wir, hier hat auch eine Einheit einquartiert, die Hopliten. Wahrscheinlich die, die sie aus Batyne abgeholt haben. Das möchte ich nochmal festhalten, auch für meinen eigenen Hinterkopf. Also an dem Symbol sieht man es nicht, man sieht es in dem Tooltip. Da steht dann eben Bürema und dann Angriffsstärke, Verteidigungsstärke, Bewegungspunkte und dann plus ein Helm, der hier für, dann in dem Bildschirm unten rechts, für einquartierte Einheiten steht. Während wir hier, Moment, da sehen wir aber nur, weil unsere Spione das entdeckt haben. Und bei dem Schiff sehen wir halt nicht die Fähigkeiten. Das heißt, wir sehen auch nicht, ob da Einheiten einquartiert sind. Jetzt in der, weiß ich nicht, 18. Folge komme ich mal auf die Idee, das genauer zu untersuchen. Das ist mir nämlich gar nicht so bewusst. Meine Einzelspielerkampagne von dem Basisspiel von Greek Wars. Als Makedonien hatte ich kaum mit Schiffen zu tun, dass ich mich damit auch nicht näher auseinandergesetzt hatte. Und ich glaube, dieses Schiff ist nicht in dem Einflussbereich von unserem Orakel drin. Also gerade so nicht drin. Ich glaube, hier verläuft die Grenze. Diese Felder. Das muss ich in der nächsten Runde nochmal genauer beobachten. Okay, jetzt haben wir hier unsere Hopliten, die stark angeschlagen sind, aber über die hatten wir schon gesprochen. Dann beenden wir diese Runde. Die Hopliten, ja, landen jetzt zwischen im Süden, südlich von den Hügeln. Her und Ravena. Runde beginnen. So, hier haben wir keine Informationen über das Schiff. So, das haben wir jetzt aufgedeckt, haben aber keine genaueren Informationen über die Kampfstärke. Kann dann auch gut sein, dass wir einfach nicht sehen, ob die Einheiten transportieren oder nicht. Weshalb, ich habe insgesamt nicht gesehen, die Einheiten, die sie hier dann alle gelandet hatten mit den Schiffen, dass die hier einmal straight durch sind. Okay, aber wir waren dabei, diese Einheiten wirklich jetzt... Welche Eigenschaften hat ihr? Ihr seid... sicher, andere Verteidigung. Ja, ihr kommt zur Verteidigung hier hin. Ihr müsst euch definitiv noch einen ausruhen. Ihr habt euch schon wieder erholt von eurem eigenen Angriff. Und ihr rückt weiter auf Batyna vor. Könnt aber leider nicht angreifen. Ihr habt jetzt die Verteidigung geschlossen. Dann wollt ihr bitte einquartiert werden. Moment. Sehe ich das richtig? Also, das ist eine mögliche Handelsroute nach Ithaka. Sobald die Punkte sich
die Striche hier sich, glaube ich, bewegen, dann wäre es eine aktive Route. Aber wir treten jetzt nicht den aktiven Handel mit denen ein. Das kommt nicht in Frage. Noch nicht, da sind die Gemüter noch zu erhitzt, zu erregt und zu wütend. Aber die sind jetzt hier stark angeschlagen. Es war definitiv ein heiles Hoplitenheer, was hier aus Batyna losgesegelt war. Definitiv. Angriff, absolute Überlegenheit. Noch die können wir direkt prompt zurückschlagen. Nur noch 1700 Soldaten. Verteidigung Blitzkrieg statt Marodeure. Die hätten hier tendenziell Böses anstellen können. Hier sind zwei Boote. Ich könnte hier die Einheiten ermutigen, aber das soll er gar nicht. Ja, das Feld kann er nicht beeinflussen. Aber lauf mal bitte hier nach Antigoneia, um dort die Moral und Loyalität zu bessern. Ich glaube, das erholt sich schneller, wenn da so eine... Oder vielleicht nur bei Helden. Oder generell, wenn da Einheiten einquartiert sind. Das habe ich nicht genau untersucht. Also die zieht nach oben. Die ziehen wir hier jetzt direkt auch ins Bataillon. Ja, ihr bleibt hier erstmal einfach stehen. Die Hopliten hier. Was wollt ihr denn haben, um Arcarion zu reparieren? Das können wir uns definitiv leisten. Wir könnten... Also, wir können uns hier nicht heilen, ansonsten greifen die uns an und wir haben... 50% Malus. Okay, wir können sie zurückdrängen, aber nicht besiegen. Etwas eher Stadtmarodeure sind das. Und wir sind jetzt standhaft geworden. Praktisch. Ja, dann bleibt ihr da stehen. Ihr könnt euch hier sowieso auch nicht mehr bewegen. Beenden wir die Runde. Schauen, was hier bei Batyna passiert. Und was im Süden passiert. Versuchen sie einen neuen Angriff auf Aigenion? Oder sind die Boote leer? Oh. Sie landen nochmal zwei Einheiten bei Oropos. War ich doch voreilig, die Einheit da oder die Einheit abzuziehen. Ja, die haben wir beobachtet. Einheitenlandungen. Muss ich hier nochmal nachgucken. Hat ihr... Ne, hier haben wir keine Stadtmarodeure dabei. Schade. Wäre schön gewesen. Die können jetzt die Peltasten vernichten. Und direkt die. Jetzt habt ihr... Also jetzt seht ihr, was ich meinte. Ich glaube, ich hatte das in der letzten Runde, in der letzten Folge gesagt, dass man Blitzkrieg unbedingt mit Pfadfinder oder sowas kombinieren sollte. Weil wir stehen... am direkt angrenzenden Feld, aber können nicht zweimal angreifen, weil das jetzt hier irgendwie mehr Bewegungspunkte kostet. Wahrscheinlich hätte das irgendwie 1,25 Bewegungspunkte gekostet und hier wird einfach nur gerundet. Das ist schade. Aber ziehen wir die Hopliten nach.
Und die können auch nicht mehr angreifen. Die Einheiten kommen auch wieder nach Erginion. Erginion ist hier auch schon mit einer Straße angebunden, das ist schön. Einheit überspringen. Ihr seid einquartiert, ne? Dann ruht euch hier aus und macht nichts. Ihr sollt von hier aus eine Straße dann Richtung Eisenmine bauen. Ist das hier eigentlich auch direkt verbunden? Und vielleicht anschließend eine Straße von dem Asklepion hier rüber. Andererseits gerade das hier ja der Wall mit der Verteidigung. Da wäre es, also von der Verteidigungsstrategie hier denn schon noch angemessener, wenn man hier schon Straßen durch die Mauern baut, dass man sie dann da baut, wo die Verteidigung am stärksten ist. Aber erstmal diese eine Straße vielleicht, also reicht ja auch. So, und ihr brecht mal die Bewegung ab und marschiert direkt nach Oropos. Und die ignorieren jetzt... Nee, ignorieren nicht die Straße. Das ist auch verwirrend. Die Straße verläuft nämlich von der Schmiede diagonal nach oben. Und hier ist überhaupt keine Straße. Obwohl das hier so... Ja, schon, wenn das von der Darstellung auf der Karte denken könnte. Wahrscheinlich genau wie hier. War ein bisschen schwierig, wenn die Straßen diagonal gebaut werden, das dann zu erkennen. Nun gut. Aber jetzt ist auch wieder genug Zeit mit diesem Geplappere ins Land gestrichen. Einer hat den Burites. Müssen hier eigentlich bleiben? Müssen sie? Könnten auch auf Batyna marschieren. Oder nach Dardanos gehen. Und Dardanos verteidigen. Ja. Das machen die auch bitte. Quartiert euch die mal ein. Okay. Endlich war es das soweit, ne? Die zwei Hobbiten können nichts weiter machen. Und der Rest heilt sich oder ist unterwegs? Das kommt mir gerade so wenig vor. Ja, sie landen tatsächlich nochmal Hopliten bei Erginion und bei Antigoneia. Sie greifen Oropos an. Und können es besetzen. Trotz der Einfriedung, die da war. Und die angeschlagenen Peltasten greifen uns da an. Martina. Und sie landen neue Salamis. Sind das vielleicht doch die gewesen, die sehen so heil aus? Die sie aus Martina gezogen hatten? Oropos wurde von Myrmidons erobert. Ja, beginnen wir die Runde. Und Oropos ist prompt niedergebrannt. Wenn wir festigen, dann dürfen wir uns nicht bewegt haben, ne? Günstige Chancen. Wird hier schon gerne im Grasland, und das sind Ebenen. Nee, ich möchte den Weg zu der Eisenmine erstmal abschneiden. So, und ihr? Warum habt ihr nur einen Bewegungspunkt? Also, mit dem einen Bewegungspunkt können sie hier auch wieder nicht angreifen. Günstige Chancen. Hier sehen wir jetzt Bewegung 1,5 für diesen Angriff. Das heißt, unsere Blitzkrieger-Hobbiten können hier wieder nicht zweimal angreifen. Geringe Chancen.
Etias Heer kann sich hier auch nicht mal nach Kion zurückziehen und nicht befestigen. Ach, stimmt. Die wurden von den Peltasten hier in Batyne angegriffen. Greife ich mit denen jetzt Batyne an? Warum nicht, ne? Und es werden Elite obliegen. Und hier wieder einiges plündern. Mittlerweile habe ich auch 73 Erfahrung. Einheiten, die jetzt in Batyne stehen. Aber Batyne brennt. Wir hätten das Geld, die Ressourcen für Soforthilfe. Und Batyne ist hier halt auch echt strategisch gut gelegen. Die landen hier sehr gerne. Und Handel und ökonomische Stadt haben die hier schon. Leisten wir die Soforthilfe. Etias Heer kann sich hier eigentlich ziemlich gut verteidigen. Klarer Vorteil gegen die Hopliten im Süden, obwohl unsere Hopliten angeschlagen sind. Und wieder 1,5 Bewegung, aber wir haben mit den Hopliten 4 Bewegungspunkte. Und in dem Fall reicht aber wieder ein Angriff. Die können sich direkt wieder zurückziehen. Die behaupten hier echt gut den Süden und das alleine. Jetzt aber die Frage, müssen wir vielleicht die einmal nach Antigoneia ziehen, damit sie mit den Hopliten hier umgehen können? Weil unser Eliten-Hoplitenheer hier, das Batyne erobert hat, die müssen sich erstmal regenerieren. Ja. Die Strategie zur Verteidigung hier hat jetzt leider nicht so gut hingehauen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrumpelt, dass die so früh gelandet sind schon wieder. Aber die Hopliten greifen die Peltasten in Antigoneia an und der Verteidigungsblock hat sich ausgeteilt. Sie konnten die Hopliten direkt vernichten. Jetzt sind hier unsere Hopliten bei der Eisenmine unter Bedrängnis. Da kamen noch die Peltasten dazu. Etias Heer bei Batyne wird angegriffen, kann sich aber auch sehr erfolgreich verteidigen und das Hoplitenheer vernichten. Milizen auf die Stadtmauer. Der Feind ist bereits einen Steinwurf von den Mauern von Troja entfernt. Das Event kennen wir. Um welche Einheit geht es denn? Um welche Stadt? Neue Einheiten stehen zum Dienst bereit. Eine geringere Anzahl an Bürgern und geringere Zufriedenheit in dieser Stadt. Neue Einheiten erhöhen den Ressourcenverbrauch. Ach so. Aber das Event kennen wir auch. Wir könnten jetzt die Milizen einberufen. Brauchen wir aber nicht. Das können wir, weil jetzt Einheiten irgendwie nah an Troja stehen. Ja. Okay. Ja, okay, sie stehen 3 Felder vor den Mauern. Okay, das nehme ich an. Nun gut, aber das war's dann für diese Folge. Wir hören uns in der nächsten wieder. Ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen, weil jetzt hier die Missionskarte ist. Ist nicht mehr da gewesen? Oder ist was anderes hier zum Greifen da? Gut, aber auf die Inseln brauchen wir immer noch nicht zu schielen. So, ich wiederhole mich. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute.